Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zurück zum vierten Teil unserer 20 Stunden Meridian 59 Tour und ja, wir sind im Classic Client, ihr seht's, 3D hat sich aus 3D, wir sind jetzt ganz klassisch unterwegs, 2D-mäßig und gehen mal rein, das kennt ihr schon, ja. Und das kennt ihr auch schon. Ich war mal so frei, habe hier wieder ausgelockt. Bisschen weiter bin ich gekommen. 26 Lebenspunkte. Bisschen mehr Ausrüstung. Bisschen mehr Loot in der Tasche. Ein paar Skills nach oben gebracht. Abwehren schon bei 39%. Das ist nett. Ansonsten... Ja, man sieht hier 90er Jahre. Optik... Nicht wirklich schön. Und auch hier pixelt natürlich alles schön auf. Ja, aber was soll ich sagen? Das Einzige, was mich eigentlich wirklich sehr, sehr arg stört, ist, dass man hier meinen Desktop noch sieht. Also das Ding skaliert nicht mal auf Full HD. Das ist schon ein bisschen schade. So, wir gehen hier raus und eilen sogleich ins Mausoleum. Übrigens, bei dem Loot ist es so, das ist scheinbar auch neu. Man nimmt die Sachen mit aus Rasa. Also geht man in die richtige Welt. Früher war das so, ist man in die richtige Welt gegangen. Hat man alles verloren. Da wird einfach alles aus dem Inventar entfernt. Hier ist es jetzt so, man behält das Zeug. Und das hat einen wesentlichen Einfluss auf das Spiel, wenn man das weiß. Weil, wir Level up. Gerade die Helme, aber auch die Panzerhandschuhe. Kriegt man ja als Noob am Anfang überhaupt nicht. Ja, da beißt man sich die Zähne dran aus. Und wenn man das jetzt alles mitnehmen kann, ist natürlich ein wesentlicher Vorteil. Deswegen horte ich das hier auch so. Gerade die Helme sind eher selten. Da muss man schon entweder Geld in der Tasche haben, Kurzschwert zerbricht. Ach so, Sachen haben einen Haltbarkeitswert. Man kann zerbrochene Sachen auch reparieren, wenn man den Zauberspruch dazu hat. Habe ich natürlich nicht. Aber man sieht hier, ich habe mein Schwert auf 0 gebracht, deswegen ist es kaputt. Das kann man wegwerfen. Ich ziehe dafür ein anderes an. So, weiter geht's. Ja, die Server-Admins hier haben die Erfahrungspunkte, die man bekommt. Auch das Geld und alles eigentlich, was man hier in dem Spiel bekommt. Oh, drastisch erhöht. Das heißt, man levelt hier relativ schnell auf. Bin mal gespannt, was das für die Server Balance bedeutet, denn eigentlich oder für die weitere Entwicklung, denn eigentlich ist der PvE-Teil bei Meridian nicht so groß. Das heißt, wenn hier jeder sehr schnell ausmaxen kann, verliert er entweder schnell die Lust, hört er wieder auf. Oder die Leute fangen hier an, durch die PvP zu machen, was natürlich auch nicht so schlecht wäre. Aber man muss es halt wissen, also so schnell, wie ich hier aufsteige, geht es normalerweise überhaupt nicht. Das ist Fakt. Ja, und man hat gerade gesehen, wenn jemand stirbt, gibt es eine serverweite Nachricht. Das ist ganz normal in dem Spiel. Man sieht dann auch, an welchem Monster oder an was derjenige gestorben ist. Man kann übrigens über die Taste M oder B für Broadcast eine serverweite Mitteilung machen. Dann chattet man sozusagen mit allen. Oder man kann per T, ich zeige das mal, T ist Telepathie, M ist Mitteilen, also Broadcast. Und mit Say, Hallo Welt, spricht man einfach nur in der Zone hier. Also man kann aber auch, wie gesagt, sämtliche Leute mit einem Broadcast erreichen. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. So. Jetzt müssen wir uns halt durchklopfen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von Meridian. Man klopft, bis man umfällt. Noch ein Helm. Wobei ich jetzt natürlich nicht 1000 Helme brauche, aber ein paar Stück wären schon nett.
Wo laufe ich denn hin? So. Und der nächste Aufstieg. Ist das nicht schön? Dieser Klang. 28. Hallo. Ja, und jetzt ist es halt so, man kloppt und kloppt und kloppt. Muss schon einen gewissen Hang zum, ich will nicht sagen Masochismus haben, aber Sadomasochismus, denn man bestraft sich ja selber mit der ganzen Geschichte hier. Also ich will nicht sagen, dass man sowas haben muss, aber also es ist schon ein bisschen eintönig auch, ne? Man macht halt immer das Gleiche. Wie bei so vielen Online-Rollenspielen muss man vielleicht in Klammern hinzufügen. Eine weitere neue Mechanik in dem Spiel ist etwas, was ich eigentlich ganz gut finde. Und zwar kann man Gruppen machen. Also nicht Gruppen im Sinne von einladen und du bist in meiner Gruppe, sondern tatsächlich, sobald man in der Nähe von anderen Spielern ist und die kämpfen auch und man kämpft auch, bekommt man für jeden getöteten Gegner einen Anteil an Erfahrungspunkten. Also quasi als wenn man Teil einer Kampfesgruppe gewesen, die den Gegner vom Gruppenmitglied angegriffen hat. Dabei habe ich vielleicht damit gar nichts zu tun, sondern bin einfach nur im selben Bildschirm. Also das funktioniert und dann bekommt man einen gewissen Obolus. Der ist nicht groß, aber der Obolus ist, wenn man meinetwegen jetzt in so einem Dungeon wie hier ist und dann klopfen vier weitere, man kriegt für jede Mumie nicht 62, sondern vielleicht nochmal 20 Erfahrungspunkte. Und das am laufenden Band. Da kann es sein, dass man durch das Gruppieren, oder für mich ist ja keine echte Gruppe, für mich ist es eher so Leechen von Erfahrungspunkten. Also für das Absaugen an Erfahrungspunkten kriegt man dann fast mehr, als wenn man die Viecher selber killt. Ich finde es trotzdem nicht schlecht. So, 29. Mein Gott, geht das schnell. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man wirklich bei 30 rausgehen kann oder sollte oder noch länger bleiben. Also länger bleiben macht nur Sinn, wenn man natürlich die vollen Erfahrungspunkte bekommt. Aber das wird sich jetzt dann erweisen, wie das ist. Also Abwehren steigt hier wirklich wie der Teufel. Abwehren, Ausweichen. Wahnsinn. Abwehr vor allen Dingen. Früher gab es ja irgendwie so eine goldene Regel, mehr als 12% oder was weiß ich, pro Stunde geht nicht. Aber ich glaube, es hat sich mittlerweile als obsolet herausgestellt. Ich glaube nicht, dass es noch so ist. Das Juwel von Frost liegt da einfach rum. Mein lieber Scholli, du. Wasser ist eine richtige Goldgrube. Wer gut Ausrüstung braucht, der stellt sich einfach einen Charakter und stellt den Wasser ab. Und macht immer wieder hier die Mumien tot. Wahnsinn.
Ja, wie gesagt, ich kann jetzt aktuell nur von Monstern angegriffen werden. Wenn ich sterbe, sterbe ich nicht wirklich. Meine Ausrüstung bleibt da. Ich verliere nichts. Im PvP-Kampf ist das auch so. Und das eben bis Level 50. Also das heißt, ich bin vor PKs bis Level 50 absolut geschützt. Und das ist auch gut so. Weil ich jetzt nichts gegen PKs habe. Also im Gegenteil. Ich finde jetzt hier zum Beispiel auf dem Server laufen viel zu wenig PKs herum. Da, man sieht es ja auch hier, da passiert ja im Prinzip gar nichts. So. Stufe 30, Lebenspunkte 30. Jetzt mal schauen, ob wir auf die Gegner spucken. Es gibt jetzt nur noch 9 Erfahrungspunkte, ja. Ja, das war's dann schon. Hier in Rasa. Das ist ein kurzes Gastspiel gewesen, wenn man so möchte. Und wir gehen mal raus aus dem Mausoleum. Könnte natürlich noch ein bisschen bleiben und üben und so, aber wenn man keine Erfahrungspunkte dafür bekommt, dass man Sachen übt, dann macht man es auch nicht. Das ist nun mal so. Bin ich denn hier? Das ist immer richtig. So. Wir könnten uns jetzt noch vielleicht von dem Geld, was wir haben, 2 Fähigkeiten kaufen. So. Ich möchte kaufen. Ja. Boxen und Streitkampf. Dankeschön. Der Rest interessiert mich nicht. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Das ist ein Wirtshaus, was ist denn das denn? Sieht nach Magie aus. West, das ist ein Spieler. Mhm. Das ist die sogenannte Gemeinschaftskugel. Das ist eine Möglichkeit, mit den Leuten hier zu kommunizieren. Das ist wie so ein Forum. Und hier, man sieht, man kann hier alles Mögliche hineinschreiben. Andere Leute können darauf antworten. Es ist fast wie die Seele des Servers. Also ohne Witz. Also Leute lassen hier auch ihren Dampf ab und diskutieren und so. Das ist schon eine ganz coole Sache, dass es sowas gibt. Ja, und man kann natürlich jetzt auch selber schreiben oder antworten oder so. Aber ich bin ja ein ganz kleines Licht, ich mache das nicht. So, aber wo jetzt da rein? Ach ja, da ist es, das Portal. So, wenn ich jetzt rausgehe, ist es vorbei, dann ist Rasa für mich abgeschlossen, aber was soll ich noch hier? Wüsste ich jetzt nicht, was mir das bringt. Ja, in dem Sinne machen wir das auch. Also dann durch die Tür. Was? Du hast allen Habseligkeiten beraubt, das stimmt gar nicht. Ach, jetzt bin ich ja doch hier. Und ich bin in Marion geboren. Ach hey, der Drachenlord. So, wir sind jetzt in der richtigen Welt. Das sind Spieler hier. Spieler. Da sehen. Spiel der Götter gelesen. Die ist weniger als ein Jahr. Das heißt, die Lasen zumindest ist Meisterin in irgendeiner, ich glaube, Ria oder was das ist. Aber es ist vor ein paar Tagen angefangen. Respekt. So. Also die Musik alleine ist schon ikonisch, ne? Viele werden die erkennen. So, in dem Spiel gibt es mehrere Städte. Marion, Balok, Tos ist die Hauptstadt, kann man sagen. Kornoz und Jasper. Das sind so die Städte. Und dann gibt es auch eine Insel, eine Stadt. Die erreicht man aber nicht so ohne weiteres.
Und wir sind jetzt in Marion geboren. Das ist ein bisschen abseits, gefällt mir jetzt nicht so gut, aber das kann man auch noch ändern. Die Heimatstadt bringt eigentlich nur so viel, als dass man sagt, man teleportiert sich und kommt dann wieder dort heraus. Naja, da ich nicht teleportieren kann im Moment, ist es wurscht, aber später mal ist es interessant. Da werde ich wahrscheinlich woanders hinwechseln. Gut. Jetzt ist es halt so, was ist denn da? Was ist denn das dann wohl? Die Orange. Werden da Orangen hingelegt. Cool. Ja, das ist ein Muli. Schätze ich mal. Mit der Laute in der Hand. Also Yala-Mulen sind typisch für Unterstützung. Also die zaubern dann, keine Ahnung, schneller Magie, Mana-Punkte regenerieren oder HPs regenerieren oder besser treffen, was weiß ich, was die für Musik drauf haben. Und das ist dann halt so, derjenige hat einen zweiten Account, der stellt dann sein Viech da irgendwo ab, zaubert es schnell und kämpft dann die ganze Zeit. So ist das. Und die Muli ist halt nur da, um die Laute zu schwingen. Tja. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier wirklich in die große weite Welt gehen und dort kämpfen, machen wir jetzt nochmal einen Break hier an der Stelle. Denn sonst wird, also wenn ich jetzt dann gleich loslege, wird der Teil doch ziemlich lang und ich möchte ihn nicht übermäßig lang machen. Ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Hier vielleicht nochmal ganz interessant. Das sind alle Stats, das sind die, die ich am Anfang verteilt habe. Karma ist wichtig im Sinne von Zaubersprüchen, Shalil, also gute Magie, braucht positives Karma, Chor, böse Magie, braucht negatives Karma. Das Karma bekommt man durch Killen von Gegnern. Wenn man gute Feen oder ähnliches killt, kriegt man schlechtes Karma. Killt man böse Monster, kriegt man gutes Karma. Und so muss man dauernd schauen, dass man den Karma-Haushalt richtig hat. Die Trainingspunkte, die kann man investieren, wenn man möchte. 118 ist nicht so viel. Ja, und dann halt Abwehr, was ist das? Stoß. Widerstand. Widerstand. Ja, gegen Hiebe bin ich nicht so gut geschützt. Weiß der Teufel warum. Ja. So, und das hier, das werdet ihr ganz oft mitbekommen, weil Leute suchen sich ein Plätzchen und fangen da an zu üben. Eine Taverne wie diese hier kann nicht von irgendwelchen Player-Killern überfallen werden. Und das bedeutet, man ist hier geschützt. Da stellen sich die Leute in ihre Kneipen und zaubern den ganzen Tag. Das ist alles schön gut, kann aber auch ziemlich nervig sein. Muss man auch dazu sagen. Ja, okay, also bevor wir jetzt dann, wie gesagt, den nächsten Teil beginnen und dann richtig in die Vollen gehen, machen wir nochmal einen Break und dann sehen wir uns in Teil Nummer 5, oder? Teil Nummer 5 und werden in die große, weite Welt hinausgehen und anfangen, richtige Viecher zu killen, auch teilweise gefährliche. Ja, bis dahin, auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen und bis dann, tschüss.